Hier ist die Steintafel. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Raven? Ja, bin ich ja gespannt. Zählt sich ja so ein. Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Runde mit Gothic heute. Wir sind wieder in Gothic 2, wir sind in Jakendar drin oder so ähnlich, also in der Nacht des Raben. Ich setze mal eben ganz kurz meine Tode zurück, wartet mal. Okay, also es ist so, meine Damen und Herren, der Computer will nicht mehr, aber ein neues bestellt. Ein neues bestellt, da sind wir drin. Da sind wir drin und es kommt, es hoffentlich funktioniert. So, meine Damen und Herren, wir sind hier, wir haben in der Kiste was rausgesammelt. Da vorne sind noch der ein oder andere Steinkrieger. Wir müssen noch ein bisschen was... wir machen mal die Sarkophage auf, meine Damen und Herren. Und ich weiß noch nicht, was da drin ist. Deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtig gerade. Aber wir haben gerade ja erst geladen. Das heißt, wir haben auch gespeichert. Ich würde einfach mal reingucken. Vielleicht ist hier irgendwas Interessantes. Es wird wahrscheinlich eine Spruchrolle. Oh, warte mal. Da ist eine Spruchrolle. Eine Runenmacht. Warte mal, was ist das? Ich habe eine Rune gekriegt gerade, meine Damen und Herren. Eine Rune mit Macht. Was ist das? Wir gucken mal schnell rein. Was haben wir da jetzt gerade gefunden? Das ist ja Ring der Priester. Den brauchen wir nicht. So, heiliges Licht. Nö. Wir haben Runenmacht erhalten. Aber das war irgendwas anderes gerade. Neben der schwarzen Perle. Keine Ahnung, was es war, meine Damen und Herren. Keine Ahnung, was es war. Aber gut. Wir sollen ja eh zum Banditenlager zurückgehen. Knochen eines Skeletts, den nehmen wir auch mit. Ich sehe hier meines Erachtens nach aber auch ein leichter 2 hinter liegt hier drin. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier auch Waffen. Knochen eines Skeletts. Gleich kommt bestimmt irgendein Monster raus, meine Damen und Herren. Gleich kommt irgendein Monster raus. Hehehe, mach dein Display nicht kaputt. Mach dein Display nicht kaputt. Beim vielen Drauftippen kann es passieren, dass du dein Display kaputt machst. Grobes Bastardschwert haben wir hier. Alter, habt ihr es schon gesehen? Ich habe das ganz neu auf TikTok, meine Damen und Herren. Ich habe das ganz neu. Ich sag das jetzt einfach mal, weil ich das... Ich bin ja eigentlich kein Freund von sowas. Aber ich habe ganz neu... Ihr könnt jetzt meinen Kanal abonnieren. Habt ihr das gesehen? Da ist so ein komisches gelbes Sternchen jetzt. Also zumindest habe ich das bei anderen schon so gesehen. Und dann bei mir steht die Meldung, ich soll darauf hinweisen. Da steht hier extra... Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin... Ne, da steht... Auf dem Computer steht, weise deine Zuschauer darauf hin, dass du Abos, also was man bei dir Abos machen kann. Hab ich jetzt gemacht, ich habe jetzt bei Zuschauern darauf hingewiesen. Gelber Stern. Keine Ahnung, was das heißt. Aber wahrscheinlich heißt es, dass er einen monatlich bezahlt. Guck mal hier, ich habe ein Kriegerschild. Ich kann das Kriegerschild gar nicht tragen, weil ich dafür zu schwach bin. Was haben wir hier jetzt? Zweihänder, Lederbeutel. Zweihänder, okay. Es kam nicht ein böses Tier hier irgendwie, ist ja erwacht. Wir schauen mal in die Waffen rein. Wir gucken mal, was da für geile Waffen rausgekommen sind. Das orkische Kriegsschwert ist nicht relevant. Das edle Bastardschwert können wir nicht tragen. Geil, David. David Ehling, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ja, es ist so oldschool. Ist es gar nicht, finde ich. Ich habe das schon. Es ist grafisch schon ein Highlight, finde ich. Aber es ist einfach. Ich habe auch gemerkt beim YouTube-Videos schneiden, dass das irgendwie zu blass aussieht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Und trotzdem, hehe, haha, nochmal. Nochmal vielen Dank hier für die vielen Likes. So. Wir haben ein Kriegsschild. Kriegerschild. Bonus für maximale Lebensenergie. 55! Aber ich brauche 85 Stärke. Gothic ist... Das ist der Liver-Mod. Ich zeige euch ganz kurz der Liver-Mod. So sieht's aus, die Liver-Edition. Ich habe ganz schmutzige Hände. Ich habe heute gestrichen oben bei mir die Bude. Stefan Baran, vielen herzlichen Dank für das Follow. Leute, vielen Dank. 10.000 Follows brauche ich in Summe nur. Also nur noch 7.500, glaube ich, sind's. Ich habe übrigens dank eurer, ich habe 2.500 Follower auf TikTok. Vielen, vielen Dank auch dafür die Unterstützung. Ihr seid alle in Summe ganz extrem der Hammer. Und ja, das ist der Liver-Mod. Der Liver-Mod vereint, es ist die Nacht des Raben ist mit drin, aber es vereint auch ein paar andere Sachen. Und jetzt mache ich mal hier die Statuen kaputt. Ich hoffe, dass ich die jetzt einzeln kriege. Warte mal. Ich würde mal gucken, Warte mal, ich könnte mit der da drüben anfangen vielleicht. Dann können wir die vielleicht wirklich einzeln kriegen. Wir haben nämlich festgestellt, die kann man kaputt machen.
2000 Likes. Kannst mich arg nennen. Okay, hat sich... Oh nein! Das Spiel hängt sich beim Laden auf. Ich empfehle dir, die Spine-Mod zu installieren. Also die Spine ist keine Mod, Spine ist eine Software. Da musst du... Guck mal, das Schmetterling ist gerade geboren. Hast du gesehen? Noch einer. Haha, haha. Guck mal hier. Hab ich... Das ist übrigens das, was mein Computer nicht mehr schafft. Sieht gleich Schmetterlinge. Verpackt er nicht. Mit der Software Spine, die habe ich, wenn du bei mir im Kanal guckst, habe ich die verlinkt. Da habe ich ein Video dazu gemacht. Kannst du gucken, wie das funktioniert. Mit Spine kannst du... das musst du den Pfad des Spiels angeben und dann kannst du die Patches alle raufpacken, ohne dass du da irgendwas suchen musst, und dann wirst du es irgendwie auch zum Laufen kriegen. Mit irgendeiner der vielen Möglichkeiten, die du da hast, kriegst du es auch zum Laufen. Da bin ich mir ganz sicher. Okay, der letzte blockt jetzt ein ganzes bisschen, aber okay. Okay, wir haben die Steinwächter zerstört. Haha, die sind gar nicht so schwer. Die sind alle kaputt. Die sind alle kaputt. Also das empfehle ich dir. Guck einfach mal in meinen Snipheat-Link da rein. Da kannst du gucken. Und da findest du mit Sicherheit irgendeine dieser vielen Patches, die dir da hilft, das Spiel zum Laufen zu bringen. Und dann kannst du das phänomenal spielen. Denn wir müssen ehrlich sein, wenn ihr einmal mit Gothic angefangen habt, ihr kommt da nicht mehr raus. Das ist wie eine Sucht. Ich müsste eigentlich God of War weiterspielen. Mach das sofort. Gleich, ich habe es auch verlinkt, die Software, damit du auch das sofort findest, wo du es findest. Also die Internetseite findest. Ist alles in dem Video hinterlegt. Ja, und wenn ihr... Ich müsste eigentlich God of War weiterspielen, weil ich habe das ja immer an den Wochenenden, kommt ja bei YouTube immer God of War. Ich habe mich so ein bisschen... Ich habe das so gemacht mal wie Disney Plus oder so. Einfach mit Wochentagen und so. Und da habe ich gedacht, Montag bis Freitag, Community Patch ist da auch mit dabei. Es gibt aber noch andere Varianten. Ich habe zum Beispiel neben dem Systempack gibt es noch eine andere Variante, etwas anderes, was man installieren kann. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich habe das bei mir anstelle des Systempacks zum Beispiel. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Du findest da was. Und Community Patch, der 4GB Patch, der ist da auch mit drin. Kannst du alles über Spine lösen. Mit Spine bist du bei Gothic auf jeden Fall richtig beraten. So, wir wollten ja jetzt, wir geben jetzt die gelbe Steintafel ab. Ich würde sagen, wir müssen jetzt hier irgendwo durchlatschen. Ich bin fast gesund. Also wenn jetzt hier irgendein Vieh, guck mal hier. Wir haben eigentlich weitestgehend alles besiegt. Ich bin ja eigentlich Bogenschütze, meine Damen und Herren. Ich bin überhaupt kein Nahkämpfer, ne? Aber ich muss jetzt mit dem Degen durch. Hier waren wir schon mal drin, glaube ich. Aber ich guck trotzdem nochmal. Ich muss mit dem Degen jetzt durchkämpfen, weil ich habe nur noch 21 Schüsse für den Bogen. Zumindest war es meine letzte Info. Es könnte auch sein, dass ich jetzt sage und schreibe nur noch, keine Ahnung, 12 Schüsse habe. Ich kann mal schnell gucken, wie viele Schüsse wir noch haben. Den Bogen, den habe ich angelegt. Das ist ein sehr geiler Bogen. Das muss man einfach mal sagen. 23 Schüsse. Meine Damen und Herren, 23 Schüsse. Ich muss hier in... Ich war ja schon im Minental. Deswegen, euch ist ja schon letztes Mal aufgefallen, dass ich als Paladin hier in der Welt schon rumrenne. Und das ist natürlich total bescheuert. Weil ich habe mich mit irgendwie... mit ganz viel Wegrennen durchs Minental gekloppt und bin irgendwie reingekommen in das alte Lager. Irgendwie. Ich mach dich fertig. Oh nein, bin ich bescheuert. Nein. Oh Mann. Oh. Warum mache ich denn sowas? Ja, schön Insektenschwarm. Jetzt müsste ich erstmal gucken, welcher Idiot das ist, der da auf mich schießt. Das hast du verdient, Mistkerl. Ich war schon zu nah dran. Ich war schon zu nah dran. Ach, Mist. Ach, komm, hör auf. Ich war einfach im Lager schon zu nah dran. Ich muss erst gleich mal die Banditenrüstung anziehen. Das war so dumm. Okay, mittlere Banditenrüstung. Die ist echt schwach, aber was soll's. Ach, komm. Hör doch auf, ey. Jetzt gehen wir nochmal, laufen wir nochmal durch. Ich hatte ja nichts mehr eingesammelt. Es war ja ein bisschen ein paar Pilze waren da noch, aber... Ey, wirklich, ich habe gedacht, ich bin weitergelaufen letztes Mal. Ich bin auch letztes Mal weitergelaufen, weil ich bin ja völlig bescheuert mit der Kirche ums Dorf gelatscht. Das sieht man erstmal, wie kurz der Weg gewesen wäre von Edgar aus. Ach, das kannst du doch keinem erzählen, ey. Na gut, okay. Ein Tod darf man, ne? Ich hab gesehen, was ist, das kann ich dir nicht sagen. Also ich kann dir sagen, dass ich mit dem Mod so viele 1000 Spielstunden habe. Also ich bin jetzt bei, warte, ich speichere mal kurz, ich zeig dir das. Wir sind jetzt bei Spielstunden 47 Stunden und 50 und ich bin gerade mal in Jachkindar. Also, ich weiß nicht welche, also ich kann dir eine Sache, kann ich auf jeden Fall sagen. Die Stadt Korinnes sieht anders aus, weil in der Stadt Korinnes ist es jetzt so, da ist eine Burg reingebaut
wo Lord Haken jetzt drin ist, also als Paladin sich drin aufhält. Und ich habe den ganz schön lange suchen müssen, weil ich habe den bei Lord André im Haus gesucht, da war er nicht. Und auch beim Stadthalter irgendwie im oberen Viertel war er auch nicht. Dann haben wir festgestellt, die haben da zum Beispiel einfach eine Burg reingepatcht. Da steht einfach eine Burg auf dem Berg. Eine Burg auf dem Berg, das ist auch cool. Und der Liebermod hält dich eben lange fest. Also kannst du wirklich lange spielen. Und er ist sehr schwer, meines Erachtens nach, weil die Pfeile, ich bin ja Bogenschütze und die Pfeile kosten sehr viel. Und ich bin der Meinung, guck mal, die, wenn ich zum Beispiel Dinge verkaufe wie Krallen, das hat einen Wert von 25, aber ich bekomme nur zwei. Ich bekomme nur zwei Gold. Das heißt, es ist auch sauschwer, an Geld zu kommen. So, jetzt gehen wir mal Edgar. Den fragen wir jetzt mal. Guck mal, ich habe die Steintafel gefunden. Ich habe die Steintafel gefunden. Wirklich? Du bist ja ein mutiger Kerl. Damit hast du dir bestimmt deinen Eintritt ins Lager verdient. Super. Und ich kann einen Landpunkt... Was willst du wissen? Ich kann einen Landpunkt investieren, um das Sekret aus den Stacheln der Blutfliegen zu bekommen. Aber mir ist das zu schade, meine Damen und Herren. Ich habe nur 10 Landpunkte. Die brauche ich, um Bogen oder um Einkampf, Einhandwaffe zu patchen. Zu leveln. Oder Geschick zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob das Blutfliegensekret, ob mich das jetzt dolle weiterbringt. Andererseits, guckt mal, ich stehe ganz kurz vorm nächsten Level. Ach komm, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt. Was willst du wissen? Wir haben bestimmt noch die ein oder andere Hornisse, die wir umbringen. Wie kann ich das Sekret der Blutfliegen entnehmen? Schneide die oberste Schicht des Stachels längs auf. Dann läuft das heilende Sekret schon raus. So ist es völlig ungefährlich, einen Stachel auszulutschen oder ihn für irgendwelche Tränke zu verwenden. Also ich bin der Meinung, dass du in meinem YouTube-Video unten drin die App, den Link zur Spine-Software findest. Und in dem Video erkläre ich auch, wie man zum Beispiel Patches installiert. Aber im Video unten drin, in der Videobeschreibung, müsstest du den Link finden, der zu Spine führt. Na gut, also wir sind kurz davor, Leute, wir ein paar Tiere noch umschießen hier, dann haben wir das nächste Level erreicht. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich gesagt, ich mache das mal. Wir kommen jetzt bestimmt gleich ins Lager rein. Sancho Pancho, hast du noch irgendwas? Ja, kick mal. Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Okay, nichts Neues gibt's es. Die machen wir nachher alle tot. Ich ziehe nachher die Paladin-Rüstung an, dann kommen die hier alle, die überleben das alle nicht. Aber was soll's? Erstmal muss man rein ins Lager. Wir können ja ganz drinnen im Lager dann die Paladin-Rüstung anziehen. Als Paladin hier. Dann sind die nämlich alle sauer auf mich. Dann wollen die mich alle umbringen, dann sterben die alle, dann habe ich dann, zack, das nächste Level gleich. Ich glaube, hier konnte ich noch bei einem was lernen. Wir gucken mal, was ich noch lernen konnte. Erstmal grillen wir schnell Fleisch. Das war keine große Sache. Warum grillt er jetzt hier das Fleisch nicht? Jetzt doch. Nee. Du sollst erstmal Fleisch... Wir könnten ja alles rausnehmen hier. Dann nehmen wir eben hier die nehmen wir das auch noch raus. Ich brauche die zwar gar nicht. Der Zettel ist auch weg, der letztens noch dran war. Ach komm, wir nehmen einfach alles weg hier. Was soll's? Wir rauben die Banditen aus. Einfach alles mitgenommen. So, wir trinken kurz einen Schluck, dann sind wir wieder gesund. Und dann treten wir mal ins Banditenlager bei. Ich bin gespannt, was da passiert gleich. Wasser könnte eigentlich auch prozentual hochheilen, ne? Zum Beispiel 25%. Was soll denn das, dass ich hier 8000 Mal Wasserschluck trinken muss? Das bringt ja gar nichts, ne? Jetzt pass auf, meine Damen und Herren, jetzt pass auf. Das ist doch die Labertasche hier. Franco hat den anderen Typen umgebracht, aber das ist nicht so schlimm, wir bringen Franco einfach auch um. Hier ist die Steintafel. Gut, sehr gut. Raven wird mit dir zufrieden sein. Raven? Ja, bin ich ja gespannt. Zählt sich ja so ein. Was ist jetzt mit dem Lager? Kann ich endlich rein? Nein, ich habe Logan reingeschickt. Er stand vor dir auf der Liste. Und für einen weiteren Mann ist zurzeit kein Bedarf. Aha, Logan. Dem habe ich doch geholfen. Außerdem kann ich dich hier gut gebrauchen. Jetzt, wo Logan nicht mehr da ist. Na los, was kann ich machen? Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold? Klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Okay. Jetzt schieb ab und tu was. Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich. Wir können mal fragen, was ich für den tun kann. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Ah, ich muss den angreifen. Ah, warte mal. Na, wisst ihr was? Ich habe noch 23 Bogenschützenpfeile.
Du Schwein. Ich mach dich fertig. Du mieser kleiner Wicht. Willst du dich mit mir anlegen? Na, warte. Ah, mal gucken, ob wir gegen Franco mit dem Degen... Nee, okay, mit dem Degen haben wir keine Chance. Also müssen wir einen Bogen nehmen. Also müssen wir weglaufen und mit dem Bogen auf den schießen. Das nützt jetzt also nichts. Pass auf. Dann... Du Schwein. Ich mach dich fertig. Weg mit der Waffe. Wicht, willst du dich mit mir anlegen? Also na, wacht. Na bitte. Jetzt geht's zur Sache. Okay. Das ist alles gut. Franco ist stark. Aber guck mal, ihr seht das. Franco ist zu schaffen. Achso, ich bin übrigens... Er ist zu schaffen. Ich habe nur den Fehler gemacht, ich hätte den Bogen... Polak, übrigens, vielen Dank für deine Likes. Ich hätte den Bogen vorher nutzen müssen. Also, nicht ziehen dürfen, so. Ich mach dich fertig. Du mieser kleiner Wicht, willst dich mit mir anlegen? Na, warte. So, jetzt, pass auf, jetzt gehen wir ein Stück hier hinter. Wir laufen ein Stück vor dem Weg. Und dann ziehen wir den mit dem Bogen einfach 1, 2, 3 über. Ja, renn so schnell du kannst. Mist, die waren unnötig, das ist der erste. Der hätte nicht daneben sein müssen. Ah, Mist, jetzt hätte ich es schaffen können. Jetzt haben wir den, so. Und jetzt, meine Damen und Herren, nur noch ein bisschen Abstand. Den nehmen. Jetzt wollen wir mal versuchen, unter der Nummer zu speichern. Und jetzt, guck mal. So. Wenn der jetzt natürlich tot ist, war es alles sinnlos, was ich hier gemacht habe. Jetzt haben wir dem die Steintafel wieder abgenommen. So. Du kannst wieder aufstehen. Aber ich glaube, der steht nicht mehr auf, oder? Habe ich jetzt... Ist er jetzt tot? Tja, so wie es aussieht, ist er tot. Naja, gut, okay, dann werden wir... Den ersten haben wir weggemacht jetzt. Dann ist das halt so. Dann legen wir uns erstmal in Ruhe aufs Bett und schlafen uns erstmal aus. Von diesem schwierigen Kampf werden wir uns erstmal ein bisschen ausruhen, erholen. Hi, welches Jahr ist das Spiel her? Hallo, Olin Davi. Herzlich willkommen, schön, dass du da bei Twitch dabei bist. Dieses Spiel ist von 2002, glaube ich, ist es. Und wir haben es nur ein bisschen zurechtgepatcht, damit es ein bisschen modern aussieht, ne? Ich war übrigens nochmal gestorben, glaube ich. Ja, und Chris Dungeon, das stimmt. Ich habe das auch schon ganz oft durchgespielt, als Jugendlicher damals. Ist nur halt lange, lange her und ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern. Zum Beispiel, diese Mod hier habe ich damals nicht gekannt. Na toll, Werbung. Ich hasse das. Ich habe da wirklich keine Lust mehr drauf. So, wir speichern mal ab. So, die Werbung müsste zu Ende sein. Ich habe das als Jugendlicher auch durchgespielt und ich kannte tatsächlich die Mod hier aber noch nicht. Ja, mit Snapper, ich habe noch gar keine einzige Sache von den ganzen, also Snapper-Kraut, so habe ich alles aufgehoben, nichts ausgegeben oder gegessen, weil die auch, ich will auch so Dauertränke für Geschicklichkeit und sowas machen. Bin ja voll auf Geschick gegangen. Handeln. Kann der mir noch paar, der hat keine Pfeile mehr. Einen Eschenbogen habe ich selber. Kann dem auch geile Bögen verkaufen, ne? Guck mal, ich habe hier Haufen Zeug drin, ne? Kenneth, vielen, vielen Dank für das Follow. Ich habe noch 18 Pfeile, das ist aber dünn. Bella, auch vielen Dank für das Follow. Vielen, vielen Dank. Achso, guck mal, ist hier ein Lagerfeuer? Kann ich hier... ja, da grillen wir erstmal das Fleisch schnell weg. Und dann werden wir mal gucken, ob die uns jetzt reinlassen zu dem blöden Raven. Und dann werden wir den vielleicht auch wegmachen müssen, den Raven. Wer weiß das schon, ne? Vielen Dank für eure Unterstützung, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Ich kann ja hier zum Beispiel auch Bäume fällen und Bögen und Pfeile und sowas alles selber bauen. Kochen kann er nicht. So, jetzt gehen wir erstmal hier oben rein gleich. Wer steht denn jetzt da? Es steht Torus da, glaube ich, ne? Kann das sein? Na, werden wir gleich sehen. Wenn das nicht so eine Krücke wäre, der Rechner hier, ich zeig euch mal. Der nächste Rechner wird besser. Ich freue mich schon, wenn der ankommt, meine Damen und Herren. Da geht's richtig steil. So, machen wir das nämlich. Für Innos. Hey, was ist da unten passiert? Ramon! Umgehauen. So, dann ist das jetzt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die faulen Säcke jeden Tag ihre Arbeit machen. Hey, ich bin nicht hier, um mich mit Jägern rumzuärgern. Ich will ins Lager. Nichts da. Du hast Franco umgehauen. Du bist jetzt der Anführer. Also, mach deinen Job. Wenn ich der Anführer bin, dann kann ich bestimmen, wer als nächstes reinkommt. Und ich bestimme, dass ich als nächster reinkomme. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir haben niemanden angefordert, also kommt auch niemand rein. Torus kann doch einen neuen Anführer für die Jäger schicken. Dann wird drinnen ein Platz für mich frei. Du gibst nicht auf, was?
Okay, dann schieb deinen Hintern rein. Taurus wird sich darum kümmern, dass die Jäger nicht ohne Anführer leben müssen. Worauf wartest du noch? Und besorg dir eine Spitzhacke. Habe ich, eine Spitzhacke habe ich. Haha, ich kann reingehen. Jetzt gehen wir mal zu Taurus, den kennen wir aus dem alten Lager von früher noch. Wenn ihr das wisst, ihr kennt das ja alle. Gothic, ihr habt ja Gothic 1 und 2 gespielt. Das ist ja logisch, ne? Meine Damen und Herren, ihr kriegt Gothic 1 und 2 als Paket, also mit Gothic 3 auch, für 5 Euro an Steam, meine Damen und Herren. Ihr könnt dieses geile Spiel und die nächsten 2 Jahre durch könnt ihr das zocken. Weil das einfach genial ist, für 5 Euro. Das muss man einfach für Weihnachten oder so, Leute, gönnt es euch. Kann ich dir nochmal was erzählen? Nö. Also Taurus kennen wir aus dem ersten Teil. Jetzt, wir bringen die sowieso nachher, die sterben nachher alle. Das ist relativ klar, Carlos. Hey, bist du der Neue, der Franco umgehauen hat? Ja, das bin ich, ja. Ja, warum? Weil ich jetzt einen Job übernehmen muss. Hast du ganz toll gemacht, vielen Dank. Was hat denn der für eine Rüstung an? Warum hat denn der eine Milizenrüstung an? Warum darf der mit einer Milizenrüstung drin rumlaufen und ich muss dieses Pillow-Ding hier anziehen? Und wie ist es so, Anführer der Jäger zu sein? Lass mich bloß in Ruhe. Warte mal. Kann man dir noch was erzählen? Guck mal hier. Ich sehe dich dann. Das ist, es kommt ein Gothic Remake, das stimmt. Aber ich finde hier die Grafik schon tatsächlich ganz nett. Guck mal, hier ist eine Kiste. Wollen wir gleich mal versuchen, direkt die Kiste zu looten hier? Haha, mal gucken, aber gleich rein und erstmal. Ohne den Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich habe doch einen Schlüssel. Hi. Finn. Was willst du? Wo krieg ich eine Spitzhacke her? Geh zu Huno, dem Schmied. Aber selbst wenn du eine Hacke hast, heißt das noch nicht, dass du auch in die Mine kommst. Okay. Wenn du rein willst, musst du mit Esteban sprechen. Ich hab eine zu Hacke. Zu Taurus brauchst du gar nicht erst zu gehen. Der lässt dich nur rein, wenn du einen roten Stein hast. Okay, was ist der rote Stein? Sag mal, was hältst du von Esteban? Er ist der Boss hier. Er ist ganz okay, denke ich. Die guten Jungs lässt er immer in die Mine. Die was vom Schürfen verstehen, meine ich. Das ist einfach generell, also die Reihe ist insgesamt sehr gut. Piranha Bytes hat ja damals wirklich was Gutes gemacht. Das muss man einfach mal sagen, ne? Und du verstehst was vom Schürfen? Ich bin der Beste. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Na, da gibt's einiges zu wissen. Gold ist kein Erz. Das ist ein verdammt wichtiger Unterschied. Ich meine, welche Frau hängt sich schon eine Kette aus Erz um den Hals? Beim Hacken arbeitet man von oben nach unten. So kannst du die Nuggets am besten freilegen. Es gibt auch Butler, die es umgekehrt machen. Aber das ist ungleich schwieriger. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Klar. Ich mache das schon seit über 35 Jahren. Es gibt nichts, das ich nicht erkenne. Bei dir würde ich sagen, du bist ein ganz passabler Schürfer. Okay. Der hat jetzt eine Tasche. Hat er schon die ganze Zeit diese Tasche da an der Seite baumeln? Ja, ne? Die haben die doch alle. Ah, wen haben wir denn da? Jahren. Ach, guck, der hat als Banditen... Ah. Sieh an. Das bist ja du. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ach, komm, hör auf. Der will mich jetzt da zusammenlegen erstmal, ne? Sag mir zuerst die schlechte Nachricht. Raven sucht dich. Seine Gardisten suchen dich. Eigentlich suchen dich alle Banditen. Und wenn sie dich entdecken, werden sie dich töten. Das haben schon viele versucht. Dann ist deine Kampfkunst so groß wie deine Gerissenheit. Mit einer unserer Rüstungen ins Lager zu kommen, das ist wie das Schaf, das zu den Wölfen kommt. Dein Leben hängt an einem dünnen Faden, Sohn der Gefahr. Sohn der Gefahr, das finde ich gut. Und was ist die gute Nachricht? Nun, ich weiß zwar nicht warum, aber du hast dir ein paar mächtige Feinde gemacht. Du kannst von Glück reden, dass ich dich erkannt habe und kein anderer. Denn ich bin verständnisvoll und umgänglich. Ah, der will Geld. Wie viel willst du? Oh nein, bitte. Der will mein Bestes. Ich würde kein Gold von dir erpressen. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Was willst du dann? Vor kurzem hat jemand versucht, Esteban aus dem Weg zu räumen. Er ist jedoch an seinen Leibwachen gescheitert. Geh zu Esteban und sprich mit ihm. Danach unterhalten wir uns noch einmal.